Ich hab den Smaragd. Gute Arbeit, Chasey. Ich schick dir dann den Ort zur Übergabe. Und wenn ich mal wieder was für dich habe, melde ich mich. Danke, Vinny. Willkommen zurück bei Lego City Undercover. In der letzten Folge die Bank ausgeraubt, dann hier noch diesen Gotland gebaut. Und jetzt müssen wir einfach hier... Oh, hier oben war noch so ein Tausenderstein. Jetzt müssen wir noch hier durch die halbe Stadt wieder düsen. Der schiebt die hier einfach alle beiseite, ist überhaupt gar kein Problem. Weg. Zwei Minuten bloß noch Zeit. Ach, hör auf. Ist das wieder Frank oder was? Weg, weg. Wie weit denn noch? Oh Gott. Geht ja echt einmal um die halbe Insel hier. Tag das Spiel mal wieder. In der letzten Folge kam er schon mal mittendrin und dann vor, ich weiß bis heute nicht warum. War ich wieder in der Mitte, dann gibt es ein paar mehr Stats. Stadthilfe. Ah, okay, wir sind schon da. Ich dachte, wir müssen noch weiter ins Gelände wieder raus, in den Wald. Bitte sehr, ein wahnwitzig großer Smaragd. Wie bestellt, gern geschehen. Nicht schlecht für meinen ersten Bankraub. Ersten und einzigen Bankraub, wollte ich sagen. Lass dich nicht vom Glanz und von den Vorzügen dieses Lebensstils blenden, Chase. Mein Auto. McCain! Chief? Bisher darf die Polizei für einen teuren Sportwagen, einen Gefangenentransporter und einen LKW voll mit Elektronik aufkommen. Sonst noch was? Der Riesensmaragd? Wie bitte? Das Ding ist mehrere hunderttausend wert. Wir gehen noch pleite. Warum hast du das getan? Um in Vinny Papalados Gang zu kommen. Chan hat für ihn gearbeitet. Du bist in Papalados Gang? Den versuchen wir schon seit Jahren was anzuhängen. Chan ist also nicht mehr wichtig. Okay, ich habe einen Auftrag für dich. Du besorgst mir Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang in Form von Fotos. Danach buchten wir sie alle ein und mit ein bisschen Glück singt einer und liefert uns so Chan. Dafür brauche ich erstmal eine Kamera. Auf eigene Rechnung. Oder nimm die Kommunikatorkamera. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Ding hast, ruf Officer Phillips an. Okay. Hey Ellie, der Chief sagte, dass du mir mit der Kamera des Kommunikators helfen würdest. Wusste nicht mal, dass das Ding eine hat? Komisch. Ich leite mal die Ferndiagnose ein. Okay, das war's. Deiner läuft mit alter Software. Ich aktualisiere sie mal. So, jetzt läuft's. Und als Bonus gab's noch ein paar neue Klingeltöne. Siehst du? Danke. Ich brauche Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang. Ganz einfach. Such dir eine gute Stelle zum Beobachten und folge dann den Anweisungen auf der Kamera. Idiotensicher. Na, ich weiß ja nicht. Ich hatte am Ende nur Fotos von meinem Gesicht. Aber nicht Frank sicher. Beschaffe in Pagoda Beweise gegen Chans Leute. Wieso kann ich denn das nicht zusammenbauen? Schau mich mal hier so ein bisschen um. Sieht ganz witzig aus. Auf der Farm.
ist wirklich nett gemacht. Echt eine schöne Spielwelt. So, da unten ist noch was. Da ist noch mehr. Das sind, nee, das da hinten sind Heuballen. Ich wollte gerade sagen, dass wir sollen doch keine Heuballen darstellen. Ah, okay, jetzt baut er das zusammen. Ein von drei. Die andere Vogelscheuche da oben ging nicht. Da müsste ich nochmal hin. Wir schauen erstmal, was hier so rumliegt. Wir können ja heute mal wieder so ein bisschen rumgucken, ein bisschen das kaputt hauen. Hier war keine drin. Wie hätte ich denn die 30.000 zusammenbekommen im letzten Level, wenn ich die nicht gehabt hätte? Hätte ich das Level gar nicht abschließen können, oder wie? Weil da waren noch nirgendwo Steine, oder? Habe ich die einfach alle übersehen? Ich habe ja auch das Rätsel mit den Zahlen nicht gelöst dort an der Wand. Weil ich keinen Hinweis gesehen habe, was ich da hätte eingeben sollen. Oh, da ist ein roter. Doch wie kommen wir da rein? Noch gar nicht wahrscheinlich. Obwohl der hier locker durchspringen könnte. Oder drunter durchrutschen. Na gut. Verstehe, wer. Ach so, vielleicht geht das nicht, weil der hier im Weg ist. Ah, okay, da stand einfach im Weg. Ich wollte schon sagen. Okay, doch kein Bug. War einfach ein Fehler von mir. So. Dann schauen wir mal, ob wir die dritte noch finden. Die müsste ja hier irgendwo auf den Feldern dann zu finden sein. Jetzt auch Stats mal 4 aktivieren. Das, den roten Stein hatten wir dafür in der letzten Mission gefunden. Ah, hier auch nicht. Naja, entweder da oder ich vermute da unten vielleicht. Könnte die dritte Vogelscheuche sein. Ah, da ist er ja. Super. Und zack. Oh. Eine Farmarbeiterin oder so. Okay, scheiße. Wo war das jetzt da hinten? Ich weiß es nicht. Nee, da. Eingeschaltet, Bär Hackerson. Super. Zack. Farbpistole. Die blaue Farbe oder welche brauchte ich für... für weiße Gegenstände? Geht nicht, kann die Färbe nicht färben. Gibt's hier irgendwo eine Farbändermaschine?
falsche Farbe. Da oben ist wieder so ein Tausender viereckiger. Oh, Ziegchen. So, feine Sache, dass Jethro uns den Wasserturm als Whirlpool nutzen lässt. Ja, der Stress perlt regelrecht von einem ab. Sag mal, kannst du es mal blubbern lassen? Klar, reich mir mal die Bohnen rüber. Okay, nächster. Liebes Tagebuch, Tag 34. Habe seit über einem Monat nicht geduscht und überlebe nur, indem ich mich seit 2 Wochen von Heu ernähre und aus dem Tiertrog trinke. Manchmal frage ich mich, ob es das Ganze wert ist, aber dann denke ich an die Alternative. Und das macht mich stark, was auch immer geschieht. Diese Runde Verstecken spielen verliere ich nicht. Alter. So. Okay, Morty. Und uns ist sicher niemand gefolgt? Nein, die haben ihre Augen überall. Gute Antwort, Morty. Alles andere hätte dich zu einem von ihnen gemacht. Ich hab mal etwas rumspioniert. Und ich glaube, ihre Basis ist beim Sägewerk. Und wir machen da jetzt Kleinholz draus? Ja. Dann geben die Aliens sicher auf. Die hellsten sind das nicht. Ich passe besser auf, dass die nichts anrichten. Ah. Ich dachte schon immer, ich habe die ja schon ein paar Mal gesehen, diese... Wo hat sich das denn jetzt gebildet, dieses Symbol zur Aufgabe? Dass die, diese Abhörpunkte, diese grünen, habe ich schon ein paar Mal gesehen und dachte, ja, okay, muss ich ja jetzt nicht machen. Aber anscheinend kommen da so kleine Nebenquests bei raus. Hey, du. Wo ist denn? Warte mal. Die Map. Das hier? Hier in der Nähe befindet sich eine Gang. Da drüben ist das. Warte mal, hier hinten stand doch wohl ein Auto rum, da hinten. Ich hol mir mal eben so ein kleines Auto. Die Katze mag mich nicht. Ups, sorry. Was? Hä? Was? Hä? Wo kommt denn das Zeitlimit auf einmal her? Hä? Ja, hä? Was? 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 Was für eine Herausforderung? Ah, okay, ja, ja. Ach, dafür gab es ein Zeitlimit. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt ist das Auto weg. Ich weiß halt gerade nicht genau, wo das ist. Ich glaube, das ist da hinten. Jetzt ruckelt das schon wieder. Ich bin ja der Meinung, das hier müsste es sein, ne? Okay, dann lass uns mal dahin. Mist, jetzt habe ich ja kein Auto rumstehen. Ich habe das Zeitlimit überhaupt nicht gesehen. Ich dachte gerade, als ich im Auto eingestiegen bin, habe ich jetzt ein Checkpoint-Rennen gestartet, aber das hätte mir ja nochmal eine Info gegeben. Ach shit, das ist da drüben irgendwo. Vielleicht reicht ja, dass ich in der Zeit überhaupt dahin komme. Halbe Minute, das also bis dahin schaffen wir es, aber wenn ich da noch was machen muss, wird's knapp. Ah ja, okay, das ist hier. Ah, los geht's! Aliens suchen! Aliens suchen.
Ihr habt doch eine Macke. 5 Leute erledigen. Na gut. Da ist eins. Nichts wie drauf. Du willst es also auf diese Tour lösen, ja? Die befreien sich aber schnell teilweise. Bereit für eine Abtreibung? Ja, hau den doch weg, hau den weg. Verhafte den ein wenigstens. Oh, Gott sei Dank. Oh, super, 2 erwischt. Damit wäre mein Tag ruiniert. Weg da. Einer noch, komm schon. Der will abhauen. Nein, hier geblieben. Ich hatte ihn doch gerade. Hä? Wieso macht er mit dem nichts? Jetzt? Okay, ich konnte gerade dann nichts mit dem machen. Na gut, so geht's auch. Super, Gangs verhaftet. 1 von 16. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt Folge... Ja, Folge, weiß ich nicht. Irgendwas nach 2. Nee, keine Ahnung. 16, 17, 18 oder so. Und es kommt immer wieder was Neues dazu. Auch nicht schlecht. Roter Knopf. So, einmal Dynamit bitte. Zack. Wo kann ich denn das hier reinstecken? Tausender Steinchen mitgenommen. Oh, hier oben haben wir auch noch ein paar Hütten. Ja, dann schauen wir uns heute mal wieder ein bisschen um, machen in der nächsten Folge dann wieder die Hauptquest. Lila Baum. Also hat das was mit Gangs zu tun. Unter Umständen. Muss ja nicht immer, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Abhörfunktion jetzt dann doch dazu dient, die Gangs, auch jetzt kann ich hier auch noch einbrechen, die Gangs ausfindig zu machen. Ein Tresor. Jawohl. Oh, noch ein Tausender. Juhu. Da waren noch gerade noch mehr Hütten. Da komme ich nicht rein. Holzfäller-Blockhaus kann ich hier bauen. Warte mal, was ist denn das da oben? Etwas Rotes. Rot müsste doch dann der Feuerwehrmann sein. Hier könnte ich also ein Holzfäller-Blockhaus bauen. Ich weiß noch nicht wozu. Ja, ich hebe das nach wie vor ein bisschen für die Hauptmission auf. 44.000 haben wir aktuell. Oh, hier ist noch so ein Charakter drin. Ja, freigeschaltet. Dagi Dungarees. So. Das hätten wir auch. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir für hier heute mal Feierabend und machen in der nächsten Folge dann weiter die Hauptstory. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Komme ich da noch hin? Warte mal. Vielleicht holen wir den Charakter hier oben noch. Wie komme ich denn hier hoch? Kann ich hier eine kleine Leiter zusammenbauen? Schade, manchmal, der bleibt hier nicht auf dem Geländer stehen. Komme ich hier nicht hoch? Vielleicht dann von dem Gebäude hier. Von dem da oben, dass ich dann darüber komme. Na gut, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.